Weil ich sage, Leute, wenn Sie dieser Tage oder nächste Woche oder wann immer Sie Zeit haben, in den Abend, in die Veranstaltung, in die Vorstellung eines Kollegen, einer Kollegin, eines Kollegen reiten, fahren oder fliegen, dann werden Sie feststellen, dass er oder sie oder auch sogar es ein Song, ein Text, ein Chanson im Programm hat mit dem Tenor früher und der Erkenntnis, war alles besser. Ich nehme mich davon nicht aus. Dabei ist das natürlich grober Unfug, wie wir alle wissen. Früher war nichts besser. Früher war vieles früher, das ist richtig. Der September war auch schon im April, das macht sich kein Mensch mehr klar. Aber es war nichts besser. Aber es gab Sachen, die waren früher gut. Und das wären sie auch heute noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte. Beispiel. Das Wurstbrot. Da, wo ich herkomme, heißt das Zervelat. Einfach vorne mit Z ohne Brot. Zervelat, Zervelat, jeder weiß, was gemeint ist. Zervelat. Man kann auch Dauerwurst sagen, Brot, das Salamibrot, Plockwurstbrot, nach Egidius Plock, das erfunden hat. Das Wurstbrot. Wie geht ein Wurstbrot? Dann fangen wir mal ganz unten an für den Laien im Süden. Dort ist eine Scheibe Graubrot. Graues Brot aus echtem Mehl, das aus echten Körnern stammt. Graues Brot mit einer Kruste, so einer richtigen Kruste, daran die Zähne gut knackend haben würde, als ich da sagen, wenn ich längst schon leider verstorben wäre. Ein richtiges graues Brot mit eigenem Geschmack. Die Älteren werden sich noch erinnern, gell? Mit eigenem Geschmack. Nicht so ein Feuerzeug, was die alle zum Frühstück fressen. Richtiges amtliches graues Brot mit Niveau, mit Charakter und Geschmack. Da drauf. Ich liebe es, wenn Sie so begeistert sind. Da drauf! Bitte! Das geht nur auf Zuruf oder was? Also, ich mach mal, pass auf! Herrgott, Sakrament! Also, auf diese Scheibe Graubrot. Daumendick und goldgelb. Gute Butter heißt das. Ein Wort, gute Butter. Klar Wasser ist auch ein Wort. Da kann man mal klar Wasser aufs Brot. Gute Butter! Goldgelbe, gute Butter! Und die Butter schmeckt von oben auf das Brot runter und das Brot schmeckt von unten gegen die Butter an und lernen sich kennen, tun sie zusammen, denn sie wissen, vielleicht gibt's auch richtig was aufs Dach. Und dann, das ist wichtig, Zettel aus Stifte mitschreiben, sollen wir es mir nach Hause nehmen. Dann drei in Worten, drei in Zahlen auch. Drei Scheiben Zervelat, der Krieg ist vorbei. Drei Scheiben Zervelat, so müssen übereinander liegen, verstehst du, wie die Dachschilder liegen übereinander, die Wurst oben drauf. Jawohl. Und dann schmeckt die Wurst oben auf das Brot und die Butter runter. Und Brot und Butter schmecken von unten, gehen die Wurst an. Und dann tun sie zusammen zu einem Geschmackserlebnis, das einem Zähnehaus im Hals bläst, wenn sie nicht anständig verschraubt sind. Das war gut. Jahrtausende war das gut. Bis zu diesem furchtbaren Tag, an dem irgend so eine mental komplett verrottete Bäckerschwuchtel auf die Idee gekommen ist, da Mayonnaise drauf zu tun, ein halbes eine Tomate und Salatblatt. Du hast das Gefühl, du beißt den Komposthaufen! Was hat die Wurst wohl nicht mehr zu tun? Da kommt noch mal! Ach, der kommt jetzt zur Tankstelle! Da rief man sich einfach auf! Mann! Ich bin für den Einsatz des Militärs im eigenen Land. Die Soldaten müssen in den Bahnhöfen stehen und die Bäcker unter vorgehaltener Waffe dazu zwingen, ihre verkackte Erlebnisvitrine leer zu fressen. Ein Bäcker soll um drei auf den Backenfresser und du machst den Bett liegen. Ist das denn so schwer? Das mache ich jeden Abend. Können Sie sich das vorstellen? Dass ich das gesundheitlich überhaupt durchstehe. Ich meine, ich bin 50, da muss man auch ein bisschen auf sich selber auch mal achten, oder was? Auf der anderen Seite finde ich das gerade ein doch poetisch-lyrisch-intellektueller Abend wie dieser so einen Hauch Emotion durchaus verträgt. Auf der anderen Seite sehe ich hier auch etliche äußerst spärlich möblierte Gesichter, in denen eine einfache Frage ganz schüchtern von hinten an die Glasmurmeln klopft, die Augen darstellen. Und die Frage lautet natürlich, mein Gott, was hat der Mann? Recht! Er hat Recht! Verdammt nochmal! Übrigens, Gleiches bitte. Das ist doch immer dieses... Geklappert müssen wir, man kann nicht einen klaren Gedanken mal zu Ende führen.